Ja, Moment Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Dino Dwight ist heute am Start für euch, Leute. Und heute letzter LAN-Tag. Ich glaube, wenn das Video hier live geht, dann bin ich wahrscheinlich schon im Zug nach Hannover. Dementsprechend, ich hoffe, ihr hattet die letzten 3 Tage Spaß mit den Streams, Leute. Und ja, in diesem Sinne, wir gehen einfach direkt ins YouTube-Video rein. Viel Spaß mit der Runde. Jian Feng, das wäre schon, ja, das wäre ein guter Name auf jeden Fall. Fühle ich. Nee, also die DBD, Geburtstags-LAN, die wird auch wieder gut. Muss, ne? Wieso habe ich die Killer-Aura eigentlich gerade gesehen? Ja, wie gesagt, wir haben leider für die LAN diesmal keinen Sponsor. Das heißt, die Location und so weiter müssen wir dann diesmal selber zahlen. Deswegen werde ich werde auf jeden Fall meine Perücke mitnehmen, Leute. Die Rückkehr von Grand's Exotic. Und dann mache ich ein bisschen Cash Grab, ne? Für einen Zehner mache ich dann eine Grand's Exotic-Runde. Um so ein bisschen die Kosten der LAN dann wieder zu refinanzieren. Die Bude kostet irgendwie, ich glaube, über 3. Über 3,5K oder so sind wir da am Start. Essen und so weiter. Ja. Also, falls ihr ein bisschen Geld überhaupt, ich nehme es gerne. Ah, ich bin die Obsession. Aber was könnte, jetzt überlege ich gerade, was könnte sie denn dabei haben? Dass ich sie sehe. Oh, der zweite Blink war besser, als ich erwartet hätte, wenn ich ehrlich bin. Auf der LAN sind quasi die gleichen Leute wie beim letzten Mal dabei. Bis auf Shorty. Für Shorty ist jemand anders mit dabei. Dessen Name mir gerade nicht einfällt. Ach du heilige Scheiße. So. Stasi, moin moin. Du bist so ein Schlingel, ne? Hatte die Nachricht noch gelesen. Ich habe gar nicht mehr geantwortet. Ich habe es vergessen gehabt. Junge Weiße, ey. Ich denke mir da, uff, was kommt jetzt, ey? Was hat er? Was ist passiert oder so? Mann, 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 ey. Nee. Shigo ist auf jeden Fall. Also ja, die sind alle dabei. Shigo ist noch dabei. Und. Oh meine Güte, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Zentaya, ne? Oder? Sie hatte auch bei den Killer Clowns mitgemacht. Sorry, ey, mir ist der Name immer wieder gerade entfallen. Fuchskeks, moin. Dankeschön. Für den Raider Rowney. Okay, Jabane, der Mann. So, Fuchskeks, danke, ne? Moin, moin. Hattet ihr einen schönen Stream? Was habt ihr denn Schönes gemacht hier? Hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit.
Die arme Krankenschwester möchte mal aus dem Spieleparadies abgeholt werden, Leute. Warte mal, da ist noch jemand drin gewesen? Wie kann sowas denn sein? Ich renne doch schon eine halbe Stunde um das Haus. Momentan Scully spielen macht am meisten Spaß. Oh mein Gott, was ist falsch mit dir? ich muss sagen, Scully ist so gar nicht meins, aber freut mich auf jeden Fall, dass du Spaß daran hast. Wer hat dir wehgetan? Die schwitzigen Schwitzeweiber. Ja, das ist leider immer, das ist ja so wie mit der Krankenschwester früher oft, ne? So, die Survivor sind da irgendwie hart am Reintrollen, machen nur Quatsch und die Killer dann so, ja gut, dann spiele ich halt Krankenschwester. Ach, du warst am Gen! Oh mein Gott, Aldrich, es tut mir leid! Einfach hart an Aldrich abgeschmiert die ganze Zeit. Ich habe das nicht gehört, dass du da oben bist. Oh. Den Einhit nehme ich immer, damit sie... Okay. Diesmal geht sie einfach gar nicht mehr hinter mir her, wow. Ich wollte gerade Trash-talken. Ich muss widersprechen, Diablo 4... Oh, Diablo 4 ist echt nice, ne? Ich habe jetzt aber schon fast, glaube ich, fast 2 Wochen schon nicht mehr gespielt. Das ist schon ein bisschen länger her bei mir, muss ich sagen. Aber sie haben jetzt Season 4 wirklich, wirklich einen richtig guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Also da habe ich mich einfach auch mega drüber gefreut. Ich bin jetzt sehr gespannt. Die 5. Season wird jetzt auch wieder ein Season-Thema haben. Ne, das hat jetzt so ein bisschen bei Season 4 gefehlt, aber ist auch nachvollziehbar, weil die haben ja wirklich sehr viele andere Sachen da reingeballert. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass die so ein bisschen die Kurve bekommen haben. Jetzt haben sie auch die Erweiterung schon angekündigt, ne? Deinen 3. Charme hast du gerade. Es gibt, glaube ich, auch gerade Boni, ne? Ja, ich hatte halt mit dem Totenbeschwörer angefangen. Der hat auch wirklich Spaß gemacht, aber ich muss sagen, das Gameplay von ihm... Warte, jetzt darf ich mich nicht das erste Mal erwischen lassen. Ich muss leider sagen, das Gameplay von dem Totenbeschwörer war mir auf Dauer so ein bisschen langweilig. So, dass man selber halt gar nichts irgendwie mehr macht, so. Die Skelette alles machen. Ich habe ein bisschen meine Zauberin vermisst. Ja genau, 100 ist Max-Level. Aber ich dachte mir so, okay, jetzt wird der Necro geändert, jetzt musst du ihn einfach mal spielen. Wer weiß, mit dem nächsten Patch, was da kommt. Ich habe gelesen, dass jetzt bald auch der Mid-Chapter-Patch kommt, wenn man so will. Oh, traut ihr euch wirklich nochmal hin? Ah, die Balls, Alter, geil. Ehre. Hier ist es. Junge! Vergiss es! Ich darf nicht zu arrogant werden, dann kommt Karma-Schelle. Ist immer so. Jo! Da ist Hit Nummer 1. Play. Oh Gott, ihr Ehrenmates, Alter. Ja, das konnte ich gut gebrauchen und ich bin auch noch mega schnell. Oh, ich frage mich gerade, was ist jetzt wohl klüger als Nurse? Einfach hinterher zu rennen? Oder zu porten? Beide Ausgänge werden auch bespielt. Ah, hier noch nicht. Der andere war dort, ne? Let's go, let's go. Ach, der könnte aufgemacht. Okay, nice. Der andere ist offen. Hilefiat, der andere ist offen. Ah, Hilefiat hing auch noch. Auch erst einmal. Alles auf ganz entspannt hier. Den nehme ich hier. Schade. Ah, ich darf auch nochmal. Aber vielleicht Hilefi hat jetzt gerettet.
Nice, Leute. Seht ihr, was ich sehe? Ich kann auch selber aufstehen, notfalls. Ah, shit, bitte erwischt jetzt niemanden mehr. Aldrich ist raus. Geh ruhig raus hier. Die andere Person kann auch gehen. Let's go. Boah, Boon Boon, Leute. Als ob Boon Boon mal was gebracht hat. Was? Hilfe! Was? Nein! Er ist zum anderen Ausgang gerannt. Oh, was hat sie noch so für Sachen dabei? Ich hoffe mal einfach, sie hat kein Dingens dabei. Hilfe ist zum falschen Ausgang. Oh, nee. Ah, wie ärgerlich. Schade. Schade. GG. Karma schmeckt nach Karamell-Cookies. Immerhin etwas, oder? Dino Dwight, einfach bester Mann, Leute. Was will man mehr? Ich würde sagen, wenn euch die Runde auch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr ein Like und einen Kommentar da lasst. Dankeschön auf jeden Fall fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ihr habt auch fleißig jetzt schon die Blutpunkte gesnackt während des Events, Leute. Welchen Char levelt ihr eigentlich? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht ihr euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.